Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Ergebnisse, die wir auf den Arbeitskreisen erzielt haben, die wir ausdiskutiert haben. Und im zweiten Teil geht es um die Düngeverordnung, die Stickstoffdüngung und um die Düngung mit dem Yara-N-Sensor. Klar, im Mittelpunkt bei der N-Düngung stand die Düngeverordnung ganz klar im Raum. Sie kennen die emotionale Debatte. Was mich wundert, was mir ein bisschen traurig stimmt, ist, dass sich niemand aus der vor- oder nachgelagerten Industrie öffentlich positioniert hat. Auch leider die ganzen Beraterkollegen bleiben eher in der Deckung. Und deswegen, ich denke mal, wir können uns der Verantwortung nicht entziehen. Die Düngeverordnung ist da. Das Thema ist da, ob es ein Problem ist, lasse ich mal im Raum stehen. Und es gehört sich einfach dazu, wenn man in diesem Segment tätig ist, dass man auch seine Position klar macht. Nach unseren Recherchen und unseren Analysen, die wir eigentlich seit über ein Jahr gemacht haben mit dem Geno-Düngeverordnung, kommen wir zu folgenden Schlussfolgerungen. Die Art und Weise der Datengewinnung und der Messstellenauswahl ist sehr stark selektiv, ist, ich würde sagen, subjektiv und weder methodisch noch statistisch haltbar. Die politischen Aussagen bezüglich einer potenziellen Gefährdung der Trinkwasserqualität sind schlicht falsch und es ist zu kurz gegriffen. Das soll an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. Ich verweise hier auf zwei gute Beiträge, die Sie auf YouTube sich anschauen können. Googeln Sie bitte mal oder tippen Sie mir bitte mal ein, das deutsche Nitratmessnetz. Wir werden den Link auch einblenden. Schauen Sie es Ruhe an, verbreiten Sie ihn vielleicht auch weiter. Hier ist sehr schön gezeigt worden, welche methodischen, sachlichen Fehler gemacht wurden. Diese Auswirkungen sind sehr unterschiedlich. Je nach Region. Sie hängen am Ende von der Standardqualität ab, von der Klimaregion und der bisherigen Bewirtschaftungsweise. Über Deutschland hinweg kann man sagen, dass die Düngeverordnung vor allem in den roten Gebieten durchweg zu weniger Ertrag und wenig guter Qualität führen wird. In allen anderen Regionen ist es möglich, durch geschicktes Stickstoffmanagement diese Folgen abzufedern, im Minimum zu lindern. Wir kommen also schlussendlich in ein System einer limitierten N-Versorgung. Das bedeutet, dass wir um jedes Prozent N-Effizienz kämpfen müssen. Dazu vorab, welche Grundsätze müssen wir im Blick behalten und welche Grundsätze müssen wir beachten? Grundsatz Nummer 1, Vermeidung jeglicher N-Verluste. Alles, was aus der Produktion rausgeht, entweder nach oben in die Luft oder nach unten in den Wurzelraum verlässt, haben wir in der N-Bilanz, ist politisch gesehen in der Produktion, ist natürlich nicht nur Produktion und Realität. Sie können damit keine Erträge und keine Qualitäten machen, wird aber in der Bilanz mitgeführt. Das heißt, alle gasförmigen Verluste, das sind insbesondere die Ammoniakverluste nach oben, von mineralischen Düngemitteln, von organischen Düngemitteln, müssen möglichst klein gehalten werden. Und auf der anderen Seite müssen wir jegliche Auswaschung aus dem Wurzelraum reduzieren oder gen Null fahren. Auswaschung haben wir in der Regel Mitte, Ende November, Dezember, Januar, vielleicht bis im Februar noch. Das ist der kritische Zeitraum und das heißt, da womöglich sollten Sie Zwischenfruchtanbau realisieren. Bitte seien Sie sorgfältig bei der Auswahl der Zwischenfrüchte. Hier gibt es große Unterschiede. Zweiter Grundsatz. Wenn die mineralische Düngung möglicherweise zukünftig nicht mehr ausreicht, um entsprechende Erträge und Qualitäten zu machen, ist es auch denkbar, zeitlich befristet eine Anleihe vom Boden zu nehmen, wie eine Art Kredit vom Boden zu nehmen. Wir haben 6.000 bis 10.000 Kilogramm Stickstoff organisch gebunden, wir haben entsprechende Mineralisierungsraten und es ist denkbar, dass wir dort etwas stärker zufassen. Und hier kommt als erstes der Gedanke auf, an die Bodenbearbeitung zu denken. Und zwar, Sie wissen das alle aus Ihrer Ausbildung, je öfter, je intensiver, je tiefer ich Boden bewege, desto höher ist die Mineralisierung. Wir haben ja schnell 30, 40, 50 Kilogramm Differenz. Also bitte überlegen Sie sich eventuell zukünftig, wie Sie Ihre Bodenbearbeitung teilweise wieder intensivieren können, um zeitlich limitiert, das Spiel kann man nicht ewig treiben, um zeitlich limitiert etwas mehr Bodenstickstoff bereitgestellt zu bekommen. Falls es einen Priming-Effekt gibt, da ist die Wissenschaft nicht ganz klar, dann müssen wir auch ganz klar auf Gabenteilung drängen. Gabenteilung führt generell zu etwas mehr N-Effizienz, ob es zusätzlich noch zu einer Remineralisierung aus dem Boden führt, ist man, wie gesagt, sich nicht ganz sicher. Aber Gabenteilung ist definitiv ein Faktor, der N-Effizienz steigert und der eventuell auch etwas Bodenpool-Stickstoff aktiviert. Drittens, wir brauchen Stickstoffverwertungseffizienz. Und das zeigen alle Versuche aus den letzten 50, 80 Jahren, dass wenn wir die anderen Nährstoffe auf einem vernünftigen Niveau haben, hier spreche ich von pH-Wert, Kalk, Phosphor,
Magnesium, dann bekommen wir eine deutlich höhere Stickstoffverwertungseffizienz dazu. Wenn wir die heutige statistische Ungleichverteilung von Nährstoffen in den Betrieben, wo wir seit Jahren Dienstleister in der Bodenbeprobung sind, hernehmen, dann könnte man sagen, im Schnitt, wenn wir die Grundnährstoffe besser optimieren, also besser ausbringen, dahin bringen, wo wir einen Bedarf haben, können wir quasi durch die Hintertür als Abfallprodukt 10% Stickstoffeffizienz dazu bekommen. Weiterhin sind hier zu nennen erweiterte Fruchtfolgen, Wechsel von Blattfrucht und Halmfrucht, Wechsel von Sommerung und Winterung. Ein weiterer Faktor ist interessant, und zwar der Aufbau von Bodenfruchtbarkeit, der Aufbau von Humus. Das wird natürlich wahrscheinlich nicht mehr möglich sein unter den Rahmenbedingungen der neuen Düngerverordnung. Leider. So, das sind die drei maßgeblichen Faktorenblöcke, wie wir aus dem System mehr Leistung bekommen, also mehr Stickstoff von der Bodenfruchtbarkeit benutzen können. Bleibt übrig die Mineraldüngung, und bei der verbleibenden Mineraldüngung kann es eigentlich nur einen Grundsatz geben. Und der lautet, den verbleibenden Mineraldüngerbedarf räumlich, zeitlich und mengenmäßig möglichst präzise bereitzustellen. Und damit sind wir bei der Teilflächendüngung. Mit den alten Methoden, also überall Mittelwerte zu düngen, beziehungsweise ohne Pflanzen zurück zu nutzen, wird es hier keine weitere Stickstoffeffizienzsteigerung geben können. Das dürfte dann mittelfristig bei einem System limitierter Endversorgung zu Ertragsrückgang führen, zu Qualitätsrückgang führen und auch zu finanziellen Einbußen. Wie bringt man jetzt die Düngeverordnung und die Sensordüngung zueinander? Viele Betriebe nutzen Sensoren, und hier entstehen in dem Rahmen eine ganze Menge Fragen. Zunächst zum Beginn die Frage, in welchen Kulturen können wir Stickstoffsensoren, können wir den N-Sensor einsetzen? Die Klassiker sind ganz klar Wintergetreide, Winterraps, da sind wir seit 20 Jahren unterwegs. Was ich aber an dieser Stelle auch ganz klar sagen möchte, ist, vergessen Sie mir nicht die Sommerungen. Also Braugerste, Kartoffel, Mais, Zuckerrübe. In vielen Regionen wird hier noch mit einer Einmalgabe gearbeitet. In manchen Regionen werden schon zwei Gaben ausgebracht. Und hier muss man so sagen, dass wir ganz klar präferieren, eine Gabenteilung, also die Gesamtmenge an Stickstoff, die benötigt wird, zu halbieren, nochmal 10% abzuziehen davon. Das ist die Ineffizienz, die entsteht bei Gabenteilung. Die erste Gabe vorm Sehen auszubringen und die zweiten dann 45% zu EC38 bei der Braugerste, beziehungsweise 6 bis 10 Blattstadium im Mai. Vor Reinschluss Zuckerrübe, vor Blüte Kartoffel. Und bei den Klassikern, beim Wintergetreide und beim Winterraps, haben wir die Reihenfolge, dass wir zunächst im Herbst den Herbstscan durchführen, die Stickstoffaufnahme vor Winter messen. Basierend auf dieser N-Aufnahme vor Winter Streukarten für die erste Gabe ermitteln, errechnen, kalkulieren und dann die erste Gabe schon variabel ausbringen. Alle weiteren Gaben, zweite beim Raps und dann dritte, möglicherweise vierte beim Getreide, ganz klar auf dem klassischen Weg mit dem N-Test und N-Monitoring. So viel zu den Kulturen, erstmal ein Überblick bei der Frage, wie gehen wir mit Trockenheit um? Was sind die Düngestrategien bei Trockenheit? Das ist ein Thema, was uns seit Jahren begleitet. Fakt ist, wir können mit dem N-Sensor die hier gefährdeten Teilflächen präzise identifizieren. Bei der Trockenheit müssen wir unterscheiden zwischen zwei Zuständen. Wir haben die Frühjahrstrockenheit, das ist das, was Ende März einsetzt, über den April geht vielleicht bis Anfang Mai. Und wir haben die Vorsommertrockenheit, die dann eher Mai bis Juni läuft. Wir sind dann typischerweise im Farnblatt oder im Ährenschieben. Dieses Thema trifft jeden Landwirt mehr oder weniger stark in Deutschland. Und bei der Frühjahrstrockenheit ganz speziell sehen wir immer wieder die Situation, dass wenn wir Getreidebestände haben, die zum Schossbeginn, also EC31, unter 40 Kilogramm N-Aufnahme haben, das sehen wir ja beim Sensor, welche Zonen das sind, dann sind diese Bestände in der Frühjahrstrockenheit hochgradig gefährdet. Haben wir diese Bestände, kommt Frühjahrstrockenheit, stellt die Pflanze das Wachstum ein und dieser Bestand bleibt ihn über längere Zeit bis hin über Wochen stehen, und hier ist ganz klar der Minderertrag sicher vorprogrammiert, das kann die Pflanze nie wieder aufholen in der Saison. Diese Bestände mit unter 40 Kilogramm N-Aufnahme zu Schossbeginn haben in der Regel ein zu kleines Wurzelsystem und schaffen es auch nicht, den Boden zu beschatten über die oberirdische Biomasse. Im Ergebnis dessen haben wir dann einen 3- bis 4-fach höheren Wasserverlust, Wasserverbrauch. Wir haben etwa 4 Bar weniger Saugspannung an den Haarwurzelspitzen. Wir haben keine Taubildung und damit auch keine Lösung von Mineraldünger. Und diese Spirale, die setzt sich ganz schnell fort und führt dazu, dass diese Bestände, wie gesagt, im Wachstum stehen bleiben. Und wenn man das mit dem Sensor sich anguckt, kann man sogar sehen, dass sie sich zum Teil zurückentwickeln, zum Teil selber verstoffwechseln. Dem wirken wir entgegen, und zwar mit dem Herbstscan.
im Getreide und im Raps und einer teilflächenspezifischen ersten Gabe. Damit hat der Landwirt die Chance, die Bestände richtig aufzubauen, zu konditionieren und auch ein kleines Polster, ein kleines Depot anzulegen. Das Ziel dieser ersten Gabe im Getreide muss sein, dass wir so einen starken Bestockungsausreiz auslösen, dass wir möglichst über die 40 Kilogramm N-Aufnahme springen. Schaffen wir es nicht, Bestände schließen sich nicht, dann haben wir immer noch Depot unter den Füßen, was uns hilft, dann durch die Frühjahrstrockenheit zu kommen. Wobei, wenn dann Wasserstress zu groß ist, hilft das dann auch nicht mehr. Mit dieser Vorgehensweise lässt sich die Frühjahrstrockenheit weitestgehend, man kann fast sagen, nahezu komplett kompensieren. Die andere Situation ist die Vorsommertrockenheit und hier haben wir durch eine entsprechende Methodik, Strategie und durch die entsprechende Auswahl der Regelfunktionen die Chance auf jegliches beliebiges Szenario, was dann eintritt, entsprechend zu reagieren. Also ich fasse nochmal zusammen. Ich gehe mal ganz konkret aufs Getreide. Das ist vielleicht noch die komplizierteste Kultur, weil wir haben mehrere Gaben und das Getreide ist unter den Kulturen die Kultur, die am intensivsten leidet. Herbstgen ab EC13, da sind wir also irgendwann im November, Dezember, alle Getreidebestände, auch der Raps. Die N-Aufnahme vor Winter hat die engste und beste Korrelation mit der optimalen Höhe der ersten N-Gabe. Also wir nehmen dann die N-Aufnahme, kalkulieren im Agriport die entsprechenden Streukarten und bringen diese dann zur Anwendung. Klappt es nicht, kann man auch zur ersten Gabe online fahren. Voraussetzung dafür ist, dass die Bestände durchgegrünt sind und nicht zu stark mit Winterschäden geschädigt sind. Dann kann man auch online fahren. Die zweite Gabe im Getreide, dann ganz normal Kalibrierung mit dem N-Tester und Nutzung des N-Monitorings. Regelfunktion ist klar. Dritte Gabe das gleiche, wobei bei der dritten Gabe jetzt schon wieder Strategie in Richtung Vorsommertrockenheit ins Spiel kommt. Haben wir genügend ausreichend Bodenfeuchtigkeit, nutzen wir ganz normal das Modul N-Düngung, also Kalibrierung, N-Tester und N-Monitoring. Haben wir einen ENA-Weizen, geht es dann auch in Richtung vierte Gabe. Stellen wir fest, dass uns Düngeverordnung limitiert und oder Trockenheit so stark ist, dass wir sagen, mit dieser Gabe wollen wir abschließen. Dann kommt dieses neue Modul, was wir letztes Jahr in den Markt eingeführt haben, zur Wirkung. Dieses Modul heißt Zielwertdüngung. Das heißt, ich gehe nicht mehr nach agronomischen Grundsätzen alleine vor, ich sage, das darf ich noch, unabhängig davon, ob das richtig oder falsch ist, und wähle mir dann die entsprechende Regelfunktion aus, um das, was ich noch darf, also eine fixe Menge, möglichst klug zu verteilen. Und hier gibt es zwei Regelfunktionen, die unsere Nutzer auch kennen. Einmal ist es die Ertragsdüngung und das zweite ist die Qualitätsdüngung. Die eine baut schwache Bestände noch weiter auf und die andere düngt dann die Bestände noch gut aus, wo wir hohe Erträge erwarten können. Die Auswahl, welche Regelfunktion genutzt werden soll, hängt etwas vom N-Tester ab. Das wird aber an dieser Stelle jetzt zu weit führen. Was sich bewährt hat und was neu ist, ist eigentlich, dass wir heute durchgängig für alle Gaben in allen Kulturen, egal ob Mais, Getreide, Raps, Zuckerrübe, einen durchgängigen Prozess haben im Management. Das heißt, wir machen das Auftragsmanagement im Büro mit allen Einstellungen, mit allen Parametern. Im Auftragsmodul vom Agriport, diese Daten werden online direkt auf die Maschine gesendet, werden dort zur Anzeige gebracht. Der Fahrer muss sich also um nichts kümmern. Schlagname ist da, Kultur ist da, EC ist da, Kalibrierung ist da, Auswahlregelfunktion ist da und er kann quasi sofort seiner Arbeit nachgehen. Ist der Job beendet, werden die Daten automatisch zurückgespielt ins Datenportal, werden visualisiert, werden dokumentiert, werden angezeigt und werden gleichzeitig in dem Modul Düngebedarfswertermittlung gegenübergestellt. Was darf ich laut Düngeverordnung und wie weit bin ich auf diesem Weg vorangekommen? Wie viel ist also noch mein Spielraum? Das bringt uns jetzt auch zur Düngebedarfswertermittlung im Agriport. Wir haben dieses Modul entsprechend der gesetzlichen Vorschriften implementiert, sodass wir immer zeigen können, dem Praktiker, dem Nutzer während der ganzen Saison, wo stehen wir, was haben wir schon gemacht und was dürfen wir noch. Vereine möchte ich warnen, auch wenn ich jetzt etwas gegen die Politik spreche, ich möchte davor warnen, die Düngeverordnung sklavisch auf jedem Feld 1:1 einzuhalten. Wir wissen, dass agronomisch die optimale Endüngung sich erst im Laufe der Saison ergibt. Wir wissen auch, dass die optimale Endüngung jedes Jahr auf dem gleichen Feld, sogar bei der gleichen Kultur, jedes Mal woanders liegt. Und es macht agronomisch deswegen keinen Sinn, einen zentral vorgegebenen Düngungswert einzuhalten. Das heißt, wir sollten versuchen, agronomisch korrekt zu düngen. Es wird dazu führen, dass manche Felder etwas mehr bekommen, manche etwas weniger. Wir müssen dann einen summarischen oder einen Mittelwertsausgleich bringen innerhalb der Fruchtartengruppe oder auch zwischen den verschiedenen Fruchtarten über die Kulturen hinweg.
Abschließend möchte ich noch sagen, ich hätte mir wirklich gewünscht, wenn die politischen Vorgaben dahingehend entwickelt worden wären, zu sagen, sensordüngende Betriebe werden von der Düngeverordnung ausgenommen, denn wir können seit mittlerweile 2 Jahrzehnten zeigen, dass eine Sensordüngung vernünftig eingesetzt, agronomisch fundiert, immer zu einem guten Ausgleich zwischen wirtschaftlichen Interessen, also entsprechender Ertragshöhe, entsprechender Qualität und der Umwelt und hier gemessen in der Endbilanz geführt hat. Unsere Betriebe, die das nutzen, liegen immer so zwischen minus 20 und plus 40, je nach Kultur und je nach Feld. Aber was wir sehen können, Betriebe, die Sensordüngung einsetzen, erfüllen ohne Auflagen von außerhalb alle Ansprüche, die Gesellschaft an die Umwelt und an uns richtet.